wie ich zum Simracing gekommen bin? Langeweile. Ich hatte mit ein paar Zuschauern vor vielen Jahren mal eine Liga, die ich kommentiert habe. In der ersten Saison bin ich da auch mitgefahren. Das war, glaube ich, 2016 oder so. Das haben wir noch in Race Room gemacht, in DTM. Und ich habe das aber damals nie wirklich viel geübt und bin da auch nicht wirklich viel gefahren, weil mich dieses Schreibtischfahren damals übelst genervt hat mit rumrutschenden Stuhl und blöde Pedale von Logitech waren auch nicht so geil. Dann habe ich das in die Versenkung getan. Und dann ging mir irgendwann Tag auf so tierisch auf die Eier, dass ich mich mal in den Stream gesetzt und gesagt habe: Chat, was machen wir jetzt eigentlich? Was wird jetzt eigentlich unser Main-Ding? Das war, glaube ich, 2019. Ja, 2019, glaube ich. Und dann haben wir im Stream gesessen und hat Chat gesagt: Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal Sim-Racen? Und da habe ich so überlegt und ich bin halt als junger Bub, habe ich bei meinem Onkel immer Formel 1 auf der PlayStation gespielt, auf der PlayStation 1 noch und habe auch Formel 1 geguckt, aber jetzt nicht so. Also jetzt nicht so wie andere Menschen, ne, die da wirklich hardcore drinne waren und yeah, gib ihm! Bei mir war das eher immer so eine entspannte Geschichte. Ich habe dann in der Zeit, habe ich überlegt, was wir machen. Und dann gab es zu der Zeit wieder keine Alu-Rigs zu kaufen. Also da gab es noch nicht 5 Millionen Hersteller, sondern ein. Und ich hatte mir damals bei Alternate, habe ich mir dieses Race Room Rig bestellt. Und das hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht, ne? Und dann habe ich damit angefangen mit meinem Logitech G920 von Killerwurm damals, Amazon Wishlist noch bestellt. Dankeschön. Besitze ich übrigens nicht mehr. Das hat jetzt broken. Und dann habe ich mir das gekauft und war damit super unzufrieden und mit dem Logitech-Ding auch. Dann habe ich mir, irgendwann habe ich mir dann erstmal eine TX-Wheelbase von Thrustmaster gekauft mit dem ganzen Sparko-Gelumpe dazu, also mit dem Lenkrad und den Shifter und Handbremse und so. Dann bin ich da drin gefahren und es war wirklich eine Katastrophe, dass irgendwie, boah, der Stuhl wackelte immer und es knarzte wie Hulle und nichts war da dran fest und alles war wirklich super nervig. Und dann wusste ich immer nicht, was ich fahren soll. Dann bin ich am Anfang ganz viel Rallye gefahren und dann habe ich auch Formel 1 ausprobiert. Das war alles irgendwie Käse und generell war mein ganzer Start war einfach nur blöd. Und dann habe ich mir irgendwann mit einem Chat zusammen, das war auch als Corona losging und das wirklich ganz, ganz schwer war, Dinge zu kriegen, haben wir uns so einen Alu-Rig zusammengeschustert und dann hatte ich wirklich Glück, dass einer meiner Zuschauer in einer Alubude arbeitet, die so eine Dinger zuschneiden. Kuss geht immer noch raus an dich, weil ich weiß, dass der meine Profile geschnitten hat. Dann habe ich die alle zugeschnitten, also habe ich mir das alles ausgerechnet, was ich alles brauche und habe das alles da bestellt. Das kam dann bei mir an, dann habe ich das zusammengebaut. Dann hat mir Hornisse noch seinen FK-Sportsitz vermacht, seinen zweiten, weil man die nur im Doppelpack kaufen konnte. Und dann habe ich mir das zusammengebaut und dann hatte ich zumal, also erstmal schon so ein Alu-Rig. Und das war auch eine absolute Katastrophe, das zusammenzubauen. Aber es hat dann trotzdem funktioniert. Dann war ich irgendwie total unzufrieden mit dem Thrustmaster Wheel, weil mir ist eine Wheelbase kaputt gegangen. Ich hatte super viele Probleme mit dem Kundensupport. Das ging über Monate hinweg. Da habe ich meine Wheelbase ausgetauscht, musste mir eine neue Wheelbase kaufen und nur so eine Rennerei mit Thrustmaster. Das war wirklich katastrophal, weil ich das direkt bei Thrustmaster bestellt hatte damals, weil ich halt in Einzelteilen Sachen gekauft habe. Und dann habe ich also meinen Rig gehabt, dann war es schon 2020, irgendwie Mitte des Jahres, irgendwann. Weiß ich noch, wie gestern gab es bei Fanatec irgendein Angebot für die DD1, glaube ich, war das mit diesem blauen Formula Wheel. Und dann kam Stuhlsen rein. Magga, das musst du kaufen. Das ist der Scheiß, Junge. Woo! Dann habe ich wirklich ganz, ganz lange hin und her überlegt, weil mich das, glaube ich, damals 2.300 Euro gekostet hat mit Pedale und den ganzen Pipapo. Da habe ich mir gesagt, okay, scheiß drauf, wir gehen jetzt rein. Wir gehen jetzt richtig rein. Und dann habe ich mir das bestellt und es war auch kaputt. Der Quick Release war kaputt, er knarzte. Dann habe ich noch mit Alexander von Fanatec geschrieben, der wirklich eine absolute Rettung war und der sich Mühe gegeben hat bei Fanatec. Das weiß ich noch und das werde ich nie vergessen, Alexander. Dankeschön, der hat sich nämlich wirklich Mühe gegeben, das Problem zu beheben. Und er musste sich den ganzen Mucho mal einfetten und dies, das, Ananas. Aber man konnte zumindest erstmal fahren. Und dann habe ich mit ACC angefangen, habe mir ein Auto rausgesucht und bin jeden Tag irgendeine Strecke gefahren.
immer total falsch, Kacke gebremst und so weiter und so fort. Und dann war ich aber auch schon nach diesem halben Jahr, in dem ich da angefangen habe, super tilt. Weil ich mag das nicht und das mag ich auch heute nicht, wenn irgendein Rotz verkauft wird, der für einen Endkunden einfach scheiße ist. Und ich habe wirklich nur in die Scheiße gegriffen. Ich habe kaputte Wheelbase gehabt. Mein Rig, was ich von Raceroom hatte, war absoluter Much. Die Wheelbase von Fanatec war Much und dann war ich eh immer schon tilt. Und ich wollte eigentlich nur Rennen fahren. Also ich wollte mich da, ich bin ja immer so ein Typ, so bei manchen Sachen, die kauft man sich immer, wie sie reinsetzen oder man hat sie und legt los, ne? So Apple-mäßig. Dann habe ich also mit Simracing so richtig intensiv 2020 irgendwie begonnen und habe mich da so reingewuselt und reingewühlt und war immer super langsam und wollte immer alles alleine lernen, ohne andere Leute, weil ich dann irgendwann auch super bockig war und pissig, weil mein Chat mich dann immer verarscht hat, logischerweise, weil ich war tilt und sie wollten noch mehr tilt und dann war ich irgendwann in iRacing drin, da war ich über tilt und dann habe ich schon kurz überlegt, ob ich sage, ey, komm, fick dich, ich pack die Scheiße einfach weg, gib mir alle nicht auf Eier, ich gehe wieder Tag auf Spielen, so. Aber da hatte ich auch keinen Bock drauf und da habe ich gesagt, okay, Scheiße, komm, wir wühlen uns ja jetzt durch. Dann habe ich das Rig, habe ich mir einen Monitorstand zusammengebaut, noch einen weiteren und dann bin ich umgezogen, bin in die Bude rein und dann, naja, ab hier ging es dann los. Weil irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr auf die Wheelbase, ich hatte keinen Bock mehr auf das Rig, auf den Sitz hatte ich keinen Bock mehr. Ich hatte auf den ganzen Scheiß keinen Bock mehr und habe mein ganzes Rig eigentlich getauscht. Neues Alu-Rig habe ich von GSE bekommen, dann habe ich meine Wheelbase getauscht, ich habe mein Wheel getauscht, ich habe meinen Sitz getauscht, ich habe meine Pedale getauscht, ich habe wirklich alles getauscht und habe gesagt, alle Zwischenschritte weg, nur noch High-End. Und seitdem ich das gemacht habe, bin ich komplett drin in Simracing. Das ist jetzt, glaube ich, letztes Jahr, Mitte des Jahres, ja, doch so ungefähr, habe ich dann alles fertig gehabt und seitdem fahre ich wie ein Wahnsinniger. Und so bin ich zu Simracing gekommen. In Kurzform, könnte man sagen.